Man wird mit den eigenen dunklen Zimmern konfrontiert, ob man will oder nicht. Und wenn man sich dem nicht stellt, kann man diese Arbeit nicht machen. Moin und willkommen zu Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig mit den verschiedensten Menschen über psychische Krankheiten sprechen. Heute mit Manuela Hoffmann. Sie ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie und Pflegeteamleiterin in der Asklepios-Klinik Nord, Standort Ochsenzoll in Hamburg. Und bei uns geht es heute um Essstörungen, um verschiedene Arten von Essstörungen und Möglichkeiten, wie sie in der Pflege ihren PatientInnen helfen kann. Dabei sprechen wir auch über Social Media und Germany's Next Topmodel. Warum genau aber jetzt, wie Manuela Hoffmann sagt, das Altern in ihrem Beruf von Vorteil sein soll, hört selbst. Die Frage, mit der ich immer gerne starte, ist: Was heißt hier gestört? Was sind Ihrer Meinung nach psychische Störungen? Verhaltensweisen, die dazu führen, dass Menschen oder ihr Umfeld einen Leidensdruck erleben. Mhm. Und das meine ich deshalb so, weil wir alle gestört sind irgendwo. Mhm. Also kein Mensch ist in seinem Geisteszustand immer und jederzeit zu 100% richtig. Mhm. Sondern wir alle haben Macken. Und solange diese Macken nicht so sind, dass sie uns am Leben hindern, dass sie uns daran hindern, einem Beruf nachzugehen, einen Partner zu finden, glücklich zu sein, zu kommunizieren mit anderen Menschen, solange sind diese Störungen gar nicht schlimm, sondern sind unsere Eigenheiten und gehören zu uns. Und wenn eine Störung überhand nimmt und uns eben belastet, dann ist es eine psychische Störung im Sinne von Erkrankung oder es wäre ganz gut, vielleicht ein bisschen was daran zu ändern. Jetzt wollen wir heute über eine Störung sprechen. Es ist zumindest, der Begriff ist schon so, Essstörungen. Wobei ich mich ehrlicherweise frage, fällt es überhaupt in die Kategorie psychische Störung oder müsste man eigentlich genauer sagen psychosomatische Störung? Also heißt, gibt es diese Essstörung quasi von alleine oder liegt immer was anderes zugrunde und hat dann die Auswirkung, dass es zu dieser psychosomatischen, dieser Essstörung kommt? Puh, das ist eine kluge, aber komplizierte Frage. Wir haben Zeit. Weil eine psychische Störung hat ja immer einen Grund. Mhm. Es gibt ja immer einen Hintergrund. Und insofern ist das gestörte Essverhalten ein Symptom einer psychischen Störung. Mhm. Als psychosomatische Störung würde ich persönlich es nicht bezeichnen. Mhm. Okay. Mhm. Um erstmal so ganz allgemein in die Thematik reinzukommen, welche verschiedenen Formen von Essstörungen gibt es denn überhaupt? Die bekannteste ist wohl die Magersucht, die meist junge Frauen betrifft, aber auch zunehmend junge Männer. Weniger bekannt ist Binge-Eating, wobei das die häufigste Essstörung ist. Binge-Eating, erklären Sie es einmal kurz. Ja, Binge-Eating ist ein vermehrtes Essen, meist auch mit Essattacken, die aber nicht reguliert werden, wie zum Beispiel bei der Bulimie. Da gibt es Essattacken, das wäre dann auch die dritte häufige Form der Essstörung. Da gibt es Essattacken und ein anschließendes Erbrechen. Und beim Binge-Eating ist das nicht so. Dann gibt es noch so absonderliche, oder absonderliche ist das falsche Wort, aber seltene Essstörungen wie Pica, also nicht Nahrungs Mittel essen, also so etwas wie Sand oder ja, irgendetwas, was halt überhaupt nicht als Nahrungsmittel zählt. Dann gibt es noch Essstörungen im Bereich von nur gesundes Essen, Essen, also eine Fixierung auf gesunde Ernährung, das nennt sich Orthorexie.
Und das wären sie im Groben, würde ich sagen. Ja. Und Sie sagten jetzt nochmal ganz kurz so, also klar, diese drei Haupt, ich sag mal, Anorexie, Bulimie, Binge-Eating, diese drei Hauptessstörungen oder die so bekannt sind, wie sind die in etwa im Verhältnis, also jetzt nur mal aus Ihrer Realität, aus Ihrer Berufserfahrung vielleicht auch raus, was kommt da am häufigsten vor? Also in der Klinik sieht man schon am häufigsten die Anorexie, weil sie, wenn sie ausgeprägt ist, auch einen Handlungsbedarf ergibt, also auch einen körperlichen Handlungsbedarf. Das kann dahin gehen, dass Zwangsernährungen gemacht werden müssen. Also bei einem sehr niedrigen BMI ist es einfach so, dass die Körperfunktionen nicht gewährleistet sind. Das ist zum Beispiel bei der Bulimie nicht so oder nicht so akut. Und beim Binge-Eating auch nicht. Ja, da haben wir dann irgendwann die Spätfolgen durch sehr starkes Übergewicht. Aber die Schwere der Erkrankung tritt nicht so abrupt und nicht so massiv ein wie bei der Anorexie. Darum ist das die im Klinikalltag dann am meisten vorkommt. Ne? Und können Sie was darüber sagen, wie es jetzt mal abgesehen vom Klinikalltag ist? Also wie da so die Verteilung ist? Oder kann man das eben gar nicht sagen, weil ja dann die Zahlen vielleicht auch gar nicht existieren, weil die Menschen damit nicht in die Klinik kommen? Also die häufigste ist die Binge-Eating Disorder, also dieses vermehrte Essen, das ist die häufigste Essstörung, gefolgt von der Anorexie und dann kommt die Bulimie. Und dann gibt es eben noch die Essstörung, die ich eben so am Rande erwähnt habe, die fallen zahlenmäßig nicht so sehr ins Gewicht. Also ja. Und Binge-Eating, mich überrascht das gerade total. Ich hätte niemals gedacht, dass das am meisten Verbreitete ist. Also in meinem Kopf existiert auch eher so Anorexie, also Magersucht irgendwie als am meisten verbreitet. Binge-Eating, verrückt. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also irritiert mich gerade voll. Ja, ich war auch irritiert, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Und obwohl ich in diesem Bereich arbeite und habe gedacht, ich müsste das hier eigentlich kennen, war das nicht so. Ist das, also was, kann man das irgendwie greifen im Sinne von, das ist dann tägliche Essattacke oder eine wöchentliche, eine monatliche? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich glaube, das kann unterschiedlich sein. Kennzeichnend ist da wohl, dass damit Gefühle reguliert werden. Das heißt, immer wenn man etwas nicht bearbeiten kann, stopft man etwas in sich hinein. Ja, also man kann etwas nicht, man weiß etwas nicht, man fühlt sich minderwertig und man füllt sich sozusagen, um dieses Gefühl auszuhalten oder um sich zu spüren oder um das negative Gefühl wegzumachen. Bei der Bulimie wäre es dann so, dass unmittelbar nach der Essattacke eine Gegenregulation erfolgt. Das heißt, der Mensch erbricht, das ist so das Klassische. Es könnte aber auch sein, dass er nach der Fressattacke Marathon läuft. Oder was es auch gibt bei jungen Diabetikerinnen, dass sie zu wenig Insulin spritzen. Das gehört aber nicht zum Binge-Eating, ne? Das ist nochmal eine andere Form, aber es ist auch ein Purging-Verhalten. Purging heißt eine Gegenregulation zum Essen. Ah, okay. Und von der, jetzt muss ich gucken, ob ich den Begriff noch hinkriege, Orthorexie, von der Sie, Orthorexie, von der Sie gesprochen haben. Ist da auch dieses Gegenregulieren quasi Thema oder? Nein, nicht in diesem Begriff Orthorexie. Da geht es wirklich darum, dass Menschen total fixiert sind, nur gesunde Sachen zu essen. Und das hört sich ja erstmal gar nicht so schlimm an. Ne? Also man würde ja so denken, ach, das ist ja ganz nett. Also ich habe immer schon mal versucht, ohne Zucker zu leben, weil das soll ja nicht so gesund sein und so. Und das kriege ich nicht hin. Ne? So. Und bei diesen Menschen ist das aber so, dass sie das so massiv machen, dass sie damit natürlich auch von Sachen ausgeschlossen sind. Also das heißt, sie können auch nicht ein Stück Kuchen essen, wenn sie irgendwo eingeladen sind zum Café. Oder sie können nicht in ein Restaurant gehen und einfach nur ein Essen bestellen. So. Und das schließt Menschen ja aus und damit sind sie isoliert. Und auch erst dann hat es einen Krankheitswert. Ne? Also wer jetzt sehr auf seine Gesundheit achtet und sehr bewusst lebt,
ist das ja auch noch in Ordnung. Mhm. Also es geht wieder in so in dem Bereich rein, den ich zu Anfang gesagt habe. Ne? Also es ist dann eine Störung, wenn es wirklich am normalen Leben behindert. Mhm. Nochmal auf den allgemeinen Begriff Essstörung, gar nicht so sehr jetzt nochmal auf die Einzelnen eingegangen. Betrifft es eher jüngere oder ältere Menschen? Eher jüngere. Es betrifft meist Menschen kurz vor oder in der Pubertät. Gerade bei Bulimie und Anorexie ist das so. Ja. Essstörungen sind Erkrankungen der westlichen Gesellschaft, der guten und reichen Gesellschaft. Ah, okay. Gibt es in spannend. Armen Ländern gibt es das nicht. Hm. Also Länder mit hohem Einkommen sind ungefähr 0,45% der Bevölkerung an einer Essstörung erkrankt, bei mittlerem Einkommen 0,18% und bei niedrigem Einkommen 0,09%. Okay, wie erklären Sie sich das? Also da kann ich nur so eine ganz persönliche Annahme sagen. Ich glaube, dass wenn Essen ein Mangel ist, weil man wenig hat, dann dient es nicht als Regulation für negative Gefühle. Mhm. Ja, das heißt ja nicht, dass sie keine Störung haben, aber sie werden andere Ausdrucksformen haben. Mhm. Und bei uns ist Nahrungsmittel permanent verfügbar. Das ist immer da. Mhm. Ja, und auch im Überfluss da. Mhm. Und somit kann es als Mittel genutzt werden. Mhm. Und wenn Sie sagen, es betrifft vor allem jüngere Menschen in einer bestimmten Lebensphase, lässt der Eintritt, ne? Also nicht, genau, dass es dann genau mit dem Erwachsenenalter weg ist, sondern wer das so jung bekommt, ja, der hat meist auch ein Leben lang damit zu tun. Aber wenn wir vom Eintritt sprechen, wenn Sie sagen, es geht da eher um Jugendliche oder jüngere Erwachsene, ist das automatisch auch eine oder kann eine Erklärung dafür sein, wo das überhaupt herkommt? Also sind das bestimmte Umstände, die im jugendlichen Alter, in dem Umfeld, in der Familie passieren und sich denn sowas entwickeln kann? Ich glaube, es sind bestimmte Konstellationen, die da aufeinandertreffen müssen. Mhm. Und aus meiner Beobachtung kann ich sagen, dass es schon bestimmte Familientypen sind und es sind auch bestimmte Mädchentypen oder jungen Typen, die dafür anfällig sind. Welche? Junge Menschen mit einem eher geringem Selbstwertgefühl, mit einem hohen Bestreben, perfekt zu sein, richtig zu sein, keine Fehler zu machen, gut anzukommen, ihr Inneres danach beurteilen oder sich selbst danach beurteilen, welches Feedback sie bekommen. Also die es brauchen, dass man ihnen sagt, dass sie schön und dass sie toll sind und dass sie alles richtig machen. Es sind aber auch junge Menschen, die ein hohes Kontrollbestreben haben und die Kontrolle über den eigenen Körper, der ist immer gegeben. Mhm. Ja, also wenn sie Familiendynamiken nicht kontrollieren können, wenn sie äußere Einflüsse nicht kontrollieren können, sie können kontrollieren, ob sie essen oder nicht. Das heißt, das ist so für viele Betroffene so die letzte Möglichkeit. Kontrolle über den eigenen Körper, ja, bedeutet Kontrolle übers Leben und gegebenenfalls auch über den Rest. Ja, würde ich so sagen. Und es kann natürlich auch in unterschiedlichen Art und Weisen als Ausdruck genommen werden. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine junge Frau hat, die, oder ein junges Mädchen, gehen wir mal jetzt von 15-jährig aus mit jüngeren Geschwistern und die Eltern trennen sich so in diesem Lebensbereich. Was natürlich auch für eine Mutter schwer ist. Der Vater ist weg, so im schlimmsten Falle. Und so eine ältere Tochter, die 15-Jährige, bleiben wir einfach mal dabei, für die kleineren
Geschwister die Verantwortung übernimmt, dann kann das an einer bestimmten Stelle irgendwann viel zu viel sein. Mhm. Und um sich dann auch bemerkbar zu machen, dass sie Unterstützung braucht, bleibt sie klein. Mhm. Ja? Also macht ihren Körper künstlich klein, indem sie nicht isst. Ah, okay. Und welche Rolle spielt da das Thema Hilferufe, Wunsch nach Aufmerksamkeit? Ist das da auch schon oft gegeben? Das meinte ich damit. Mhm. Ja, also in der Konstellation, die ich eben beschrieben habe, ist es ein Hilferuf. Mhm. Ja. Okay, also nicht nur quasi die Kontrolle über den eigenen Körper zu haben, sondern ob jetzt gewollt oder ungewollt oder ob unbewusst quasi so die vermeintlich letzte Möglichkeit, ihr müsst mich doch auch irgendwie sehen. Genau. Mhm. Das heißt, das ist auch aus Ihrer Erfahrung heraus, ist das meistens so der Verlauf? Beides. Also es kann beides sein. Es kann eben sein, dass es die Kontrolle ist, die man unbedingt behalten möchte, und es kann aber eben auch dieser Hilferuf sein. Also das sind unterschiedliche Aspekte, die ich damit ausdrücken wollte. Aber so klar abgegrenzt ist das in der Realität natürlich nicht. Nee, nee. Ne? Und wahrscheinlich also, auch von Patientin zu Patientin, von Patient zu Patient komplett unterschiedlich, immer individuell. Richtig. Mhm. Sogar die Essstörungen sind oftmals nicht so klar abgegrenzt. Mhm. Also es kommt durchaus vor, dass junge Mädchen oder auch junge Männer erst eine Anorexie haben, also Essen vermeiden, ganz dünn sind. Das kann switchen in eine Bulimie, das kann auch switchen in ein Binge-Eating, also auf einmal zu viel essen. Mhm. Das kann sehr schwanken, das ist nicht statisch, das ist nicht unbedingt immer gleich. Ja. Ich habe vor Ewigkeiten, das ist wirklich schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte her, mal einen sehr beeindruckenden Film gesehen, eigentlich mehr zufällig, und ich erinnere mich auch an eigentlich nichts mehr aus diesem Film. Ich weiß nicht mal, ob ich ihn fertig geguckt habe, was bei mir aber total hängen geblieben ist. Wie das filmisch aufgelöst war, wie ein junges Mädchen mit Magersucht sich selbst sieht. Da waren teilweise zerbrochene Spiegel in einem Raum. Das Mädchen, wo kaum noch was dran war, guckt in diesen Spiegel, und es war eben filmisch so aufgelöst, dass es im Spiegel sehr, sehr breit ist und so versucht wurde, eben zu zeigen, wie das Mädchen selbst sich sieht. Ja. Kann ich mir das genau so, wie das da filmisch aufgelöst wurde, vorstellen, dass das wirklich das Bild ist, was ein solches Mädchen in dem Moment im Kopf hat? Ja, ich würde sagen, ja. Dafür gibt es auch einen Begriff, der heißt Körperschemastörung. Und meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, da immer mit hinzugucken. Also ein junger Mensch, der in die Klinik kommt und untergewichtig ist, natürlich ist da das erste Ziel, dass er an Gewicht zunimmt, um einfach diese Körper, also die gesunden Körperfunktionen wieder zu gewährleisten. Und der nächste Schritt ist, ein vernünftiges Essverhalten oder ein gesundes Essverhalten zu etablieren, das teilweise eben auch unter Kontrolle, also dass wirklich geguckt wird, dass genug gegessen wird. Ich persönlich glaube, dass das nicht reicht. So, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, an dieser Körperschemastörung zu arbeiten und genau zu gucken, wie empfindet der Mensch sich selber. Mhm. Weil wenn er dabei bleibt und in den Spiegel guckt und findet sich dick und das natürlich auch mit allen erdenkbaren negativen Worten spickt, also der wird nicht nur von sich sagen, dass er dick ist, sondern der wird fett und ekelig sagen, dann ist es wichtig, an diesem Thema zu arbeiten und ihn möglichst dahin zu geleiten, dass er einen wohlwollenden Blick auf seinen Körper hat. Wie gelingt das? Weil ich stelle mir gerade vor, Sie stehen, ich weiß nicht, wie Sie vorgehen, da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber ein Mensch, der in den Spiegel guckt und jeder drumherum sieht, wenn er gesund ist, objektiv betrachtet, dieser Mensch ist spindelspindeldürr. Wie kann man einer Person klar machen, dass das eine verzerrte Wahrnehmung des eigenen Körpers ist? Das stelle ich mir total schwierig vor. Also wie funktioniert das? Im Grunde könnte man sagen, über Gewöhnung. Also es gibt eine Übung, die heißt Spiegelkonfrontation. Das heißt, man nimmt sich Zeit und einen Spiegel und stellt diesen Patienten wirklich 20 Minuten vor den Spiegel, und der muss sich beschreiben. Und über die Gewöhnung
tritt ein anderes Bild ein, tritt auch eine wohlwollendere Sichtweise ein und eine Akzeptanz. Und das genau ist das Ziel. Mhm. Also die erste Übung, wenn man das mit jungen Menschen macht, muss man auf alles gefasst sein. Auf Weinen, auf Vermeiden, auf ich möchte das nicht. Und nach 10 Tagen oder 14 Tagen ungefähr tritt schon so etwas ein wie, ich kann das und mein Körper ist besser. So, und da müssen die nur dabei bleiben. Mhm. Bei diesen Übungen ist es wichtig, dass die in kurzen Abständen gemacht werden. Und darum ist Pflege auch so wichtig in der Klinik, weil genau das wäre dann ein Bereich oder ist ein Bereich von Pflege. Mhm. Ja, also das läuft ja mit den anderen Berufsgruppen zusammen. Mhm. Wenn der Psychologe sagt oder in den Gesprächen herausfindet, dass Körperschemastörung ein Thema ist und vielleicht die erste Übung macht, dann übernimmt Pflege nachher diese Übungen. Da gibt es Bögen für mit Vor- und Nachbesprechungen. Mhm. Da wird genau geguckt, was ist das schlimmste Gefühl, was eintreten kann. Wie bewältige ich dieses negative Gefühl, außer dass ich eben nicht weglaufe, sondern dass ich mich dem stelle. Was sagt mein Kopf zu meinem Körper und was sagt so mein Gefühl? Ne? Also was ist mein Gedanke und was ist mein Gefühl? Auch zu lernen, das zu differenzieren und einen Unterschied zu machen. Und die Wiederholung dieser Übung sorgt dafür, dass eine Akzeptanz eintritt. Mhm. Und das ist eben begleitet. Das heißt, immer wenn der junge Mensch sich selber betuppen will, was ja zutiefst menschlich ist, das machen wir ja alle. Mhm. So. Und natürlich würde der das, wenn man ihm jetzt nur einen Spiegel gibt und sagt, mach das mal, dann würde er vermeiden. Mhm. Ja. Und wenn man daneben ist, dann kann er das nicht. Mhm. Weil die Person, die das begleitet, das natürlich sieht. Also das ist so, dass der junge Mensch ja in Unterwäsche vor dem Spiegel steht. Mhm. Das ist schon echt. Ich habe mich jedes Mal gewundert und habe gedacht, meine Güte, wie viel Vertrauen, dass die das auch machen. Mhm. Also das ist immer so eine ganz anrührende Situation. Mhm. Und wenn man dann so sieht, also man ist etwas seitlich hinter dem Patienten, sieht den Patienten, aber auch das Spiegelbild. Und wenn man dann so sieht, der huscht mit den Augen über alle Rundungen, also Brüste, Bauch, Po, so hinweg, dann geht man noch mal gezielt dahin. Ja, und leitet den Patienten an, da noch mal genau hinzuschauen und einfach nur wertfrei zu beschreiben. Mhm. Und über diese wertfreie Beschreibung kriegen die einen, wie soll ich sagen, realistischeren, freundlicheren, wohlwollenden Blick auf ihren Körper. Welche weiteren Übungen machen Sie in der Pflege? Man kann Übungen machen mit Bändern, also dass man Bänder nimmt und sagt so was, also dass sie einfach nur schätzen, wie viel Band sie brauchen, um einmal um ihre Taille zu kommen, dann legen sie das so rund hin. Und dann wird ein anderes Band genommen und es wird tatsächlich einmal die Taille gemessen. Das ist zum Beispiel eine Übung, die man auch machen kann, wenn jemand noch sehr im Untergewicht ist, weil das nicht so eine direkte Konfrontation ist. Ja, weil da wird sozusagen über ein Band oder über Kleidung könnte man das machen. Also man könnte, was weiß ich, wenn jemand 1,70 groß ist, dann darf der locker Größe 38 oder Größe 40 tragen. Und ihm die einfach mal anziehen zu sehen, da wird er ja dreimal reinpassen. So. Was sind da die Reaktionen? Also kommt das immer dann direkt an, dieses rein faktische, guck mal, diese Hose hat jetzt wirklich 38 und sie ist dir viel zu groß. Oder guck mal, auf dem Maßband steht jetzt das und das und das ist wirklich zu wenig. Kommt das direkt an, weil es so ein neutrales quasi Messkriterium ist? Es ist keine Freundin, Mutter, Bruder, der irgendwie sagt, hey, iss doch mal, du bist zu dünn, sondern es ist quasi ein Messwert? Also da muss man sagen, das, was Mama, Papa, Schwestern, Tante, Onkel sagen, hat immer eine andere Aussage als das, was wir sagen. Ja. Aber
das ist wie Schwimmen lernen. Mhm. Ne, das ist auch besser, sein eigenes Kind irgendwo einen Schwimmkurs zu geben und es nicht ihm versuchen, selber beizubringen. Mhm. Das wird meist nichts. Mhm. So. Und so ist das da auch. Also wir sind einfach in einer anderen Position. Mhm. Und bei Angehörigen schwingt ja auch immer die Angst und die Sorge noch mit. Mhm. Ja, und die kann man nicht abstellen. Ja. Mir ist das Schicksal von Patienten nicht egal. Mhm. Aber wenn ich Feierabend habe, gehe ich nach Hause und ich leide dann nicht mehr. Ja, ja, ich mache hier meine Arbeit und die mache ich gerne und die versuche ich gut zu machen und richtig zu machen. Aber ich als private Person habe ein privates Leben, was damit nichts zu tun hat. Und das hat eine Mutter nicht. Ja, ja, und damit ist, da spielt in dem Satz, guck mal, die Hose passt dir doch, oder ist dir doch viel zu groß, hat eine ganz andere Aussagekraft, als wenn ich das mit einem Patienten übe, weil es einfach neutral ist. Ja. Diese Professionalität, von der Sie gerade sprechen, war das hart, die zu lernen? Oh ja. Oh ja, die war hart zu lernen und es hat mich auch erstaunt. So, dazu muss ich sagen, dass für mich persönlich der psychiatrische Weg keiner war, den ich mir so aktiv so ausgesucht habe, sondern das war so ein bisschen, das hat sich ergeben. So, also ich habe Pflegekraft gelernt und habe zunächst in einer Somatik gearbeitet und landete dann in der Psychiatrie und da dann auch gleich auf einer Station für Zwangsangsterkrankungen. Das ist Art verwandt, kann man sagen. Und bin dann nach, glaube ich, 5 Jahren auf die Station für Essstörungen gegangen. Und das, die Professionalität war zu lernen, auf jeden Fall. Ja. Ohne geht auch nicht, oder? Nein, ohne geht nicht. Ja. Ohne geht gar nicht. Und zwar in 2 Bereichen. Also ich brauche einmal ein Wissen. Also ich brauche ein Grundwissen. Ich muss mich mit den Thematiken der Erkrankungen auseinandersetzen. Ich muss aber auch bereit sein, meine Störungen anzugucken. Ja, weil diese Störungen, ich habe es im Einklang ja eben schon gesagt, die befinden sich auf einem Kontinuum. Es gibt eben nicht 100% gestört und 100% nicht gestört, sondern wir alle bewegen uns irgendwo dazwischen. Ja, und es ist gut, wenn wir uns sehr in Richtung nicht gestört bewegen. Das ist ja auch hoffentlich bei den meisten Menschen so. Aber man wird mit den eigenen dunklen Zimmern konfrontiert, ob man will oder nicht. Mhm. Und wenn man sich dem nicht stellt, kann man diese Arbeit nicht machen. Mhm. Und Sie machen die jetzt schon ganz schön lange und offenbar erfolgreich, weil ich glaube, sonst würden Sie sie nicht weitermachen. Und wo wir gerade schon dabei sind, ich hatte Ihnen ja vorab einen Steckbrief zukommen lassen. Das Beste an meiner Arbeit ist, und Ihre Antwort ist, Altern ist von Vorteil. Wie darf ich das verstehen? Ja, das ist sehr in dem Kontext, was wir eben gesagt haben. Also das Leben ist ein ständiges Lernen. So. Und ich lerne, je älter ich werde, meine eigenen Störungen und meine eigenen Umgangsweisen mit Störungen und meine eigenen, das kann ich super und das kann ich nicht, das lerne ich immer besser kennen. Ja. Und ich fülle meine persönliche Schale von zwischenmenschlichen Kompetenzen mit jedem Gespräch und ich kann das alles immer wieder einsetzen. Und das meine ich damit. Also diese Lebenserfahrung, die die Erlebnisse, die ich selber gemacht habe, auch mit, also ich weiß nicht nur theoretisch, wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Ich bin alt genug, ich hatte schon welche. So. Verstehe. Und von daher ist Altern gut und man wird auch irgendwie gelassener. Ja, man wird so authentisch gelassener. Wo ich mit 20 noch um Gottes Willen geschrien hätte, sage ich heute, ja, komm. Ja. Das ist nicht so schlimm. Ja, okay. Ja, schön. Altern ist von Vorteil. Merke ich mir. Ja. Ja. Wo wir gerade schon kurz unterbrochen haben, würde ich gerne weitermachen mit einem kleinen Assoziationsspiel. Ich nenne Begriffe und Sie reagieren wie auch immer. Völlig egal. Das erste Wort, Waage. Also ich meine die Personenwaage, nicht das Sternzeichen.
sollte weg. Okay. Krankenhaus. Schön, wenn man nicht drin ist. Als Patient? Mhm. Manchmal vielleicht auch als Angestellter, Angestellte, wenn es zu viel wird, oder? Ja, sicherlich wie jeder Arbeitsplatz, aber im Verhältnis zu anderen Arbeitsplätzen möchte ich lieber im Krankenhaus sein. Ja, okay. Restaurant. Herrlich. Germany's Next Topmodel. Das finde ich einfach nur schlimm. Okay. Auf Letzteres komme ich deshalb, weil, also ich finde es auch schlimm, weil wir im Vorgespräch das Thema kurz hatten. Mhm. Da haben Sie sowas sinngemäß gesagt wie, man bekommt keine Essstörung, weil man Germany's Next Topmodel guckt. Ja. Aber dass das schon in einer, ja, auf eine Art irgendwie eine Bedeutung hat. Was anderes liegt zugrunde. Aber vielleicht kann sowas auch verstärken. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie Sie es gesagt haben. Ja, ich habe gesagt, man kriegt keine Erstörung von Germany's Next Topmodel gucken. Das alleine reicht einfach nicht aus. Mhm. Ja, also ein junger Mensch muss schon auch irgendetwas mitbringen oder es muss eine bestimmte Familienkonstellation sein, mhm, oder es muss alles zusammen sein und dann kann natürlich Germany's Next Topmodel das noch triggern sozusagen. Mhm. Was wir natürlich schon haben, ist ein verstärktes Schönheitsideal, mhm, ja, dass wir dieses sportliche, junge, dynamische, mhm, so hoch bewerten, mhm, so und dann, also es kann schon sein, dass es so Konstellationen gibt, wo Mütter von diesen jungen Frauen, hm, auch ganz schlanke, tolle Figuren haben und die die, hm, Kleidungsstücke tauschen können. Das heißt, die haben so dieses normale mütterliche Gegenüber nicht. Mhm. Ne? Also normalerweise assoziiert man Muttersein ja mit was anderem als mit, mhm, Größe 36. Mhm. Und das kann, also dieses Gesamtpaket fördert auf jeden Fall das Entstehen einer Essstörung. Aber, mhm, alleine diese Sendung, damit würde man ihr viel zu viel Macht geben. Mhm. Also die hat sie definitiv nicht verdient. Mhm. Aber das Gesamtpaket Schönheitsideal, ja. Ja, und genau, steht auch im Grunde ja in dem Fall nur stellvertretend für diesen, ja, irgendwie dieses Schönheitsdenken, Selbstoptimierungswahn. Würden Sie sagen, dass sich das und auch, ich sag mal so, Bilder, die über Social Media gepostet werden, mhm, dass das in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten dafür gesorgt hat, dass Essstörungen vermehrt auftreten oder vielleicht durch was anderes ausgelöst werden? Also ich meine, dass es die schon, mhm, immer gab, ist irgendwie klar. Also wie gesagt, Sie sagten auch, das allein ist jetzt nicht schuld daran, dieser Schönheitswahn, was auch immer. Aber verstärkt es die Situation? Ich glaube, das tut es. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das tut, mhm, es. Also wir leben ja in einer Zeit, die ist ja so ein bisschen verrückt. Mhm. Ja, also junge Mädchen haben alle lange Haare, alle einen Mittelscheitel und haben alle die gleichen Augenbraue. Mhm. Das ist ja gerade, mhm, so, ne? Und sehen damit irgendwie total gleich aus. Mhm. Und auf der anderen Seite wollen wir aber so individuell sein. Mhm. Und für mich passt das irgendwie nicht so zusammen. Mhm. Ich glaube, dass diese Zeit ungünstig ist. Mhm. Dass, dass auch so diese irreale Darstellung von jungen Frauen, also auf der Straße habe ich noch keine gesehen, die aussieht wie bei Instagram. Mhm. So. Witzig, ich auch nicht. Ja, komisch, ne? Ich frage mich immer, wo, ja, die alle sind, ja, aber ja, aber es wird dahin gestrebt, mhm, ja? Also die jungen Mädchen trauen sich schon gar nicht mehr so ein bisschen anders zu sein. Mhm. Und ich
glaube, das ist stärker als früher. Mhm. Also ich erinnere mich an meine Jugend. Wir hatten alle Jeans an, ganz enge. Wir hatten alle Bundeswehrparker. Das war zu der Zeit mega hip, wenn man so einen grünen Bundeswehrparker hatte. Und damit waren wir auch alle gleich. Mhm. Aber jetzt hat das, glaube ich, so eine Dimension, dass danach auch so sehr bewertet wird. Mhm. Und ich glaube, dieser Druck, von außen bewertet zu werden, der ist ungesund. Und wenn der auf einen Boden trifft, der ohnehin ein bisschen wackelig ist, dann kann das, denke ich, dazu beitragen, dass eine Störung entstehen kann. Inwieweit sind Themen wie Social Media Kanäle und was darauf passiert auch in der Klinik Gespräch? Noch nicht so sehr. Mhm. Also ich glaube, da wäre noch Luft nach oben. Mhm. Ich meine auch so ein bisschen im Kontakt mit PatientInnen. Also wenn Sie jetzt als Pflegekräfte da im direkten Kontakt sind, ist das verstärkt Thema? Also kriegen Sie da was mit von wegen, dass Sie ständig auf Instagram gucken und guck mal, das wie toll Sie der gar nicht, doch wieder weil sieht. Sie Handyverbot haben. Aber auch so, was Sie erzählen, vielleicht aus vor der Klinikzeit irgendwie? Ja, aber ja, wie soll ich das sagen? Also ja, wenn ein Patient damit kommt und sehr davon erzählt, dann nehmen wir dieses Thema auf, aber wir beginnen nicht mit dem Thema. Nee, klar. Das ist für uns noch nicht so im Vordergrund und vielleicht sollte es mehr im Vordergrund sein. Ja, also wir weisen schon darauf hin, dass das kein reales Bild ist. Also ich habe mal mit Patientinnen, zwei Stück waren es, so eine Collage erstellt und habe gesagt, so wie sahen denn Frauen in den 50er aus, ne? Also so eine Sophia Loren und so eine Marilyn Monroe. Und was ist jetzt so also was wird uns vorgegaukelt, wie wir sein müssen, so, ne? Also in dem Bereich schon. Welche dieser Methoden, nenne ich es jetzt mal, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, benutzen Sie in der Pflege noch? Also wir hatten jetzt eben schon die Bänder auch, ne, das mit dem Spiegel. Was wenden Sie noch an im PatientInnenkontakt? Ganz zu Anfang, wenn die Patienten kommen, schon auch die Essensbegleitung. Mhm. Ja, also die ist ein ganz wichtiger Teil. Und ich habe das neulich mal in einem Film gesehen und dann saß wirklich eine weiß gekleidete Krankenschwester auf so einem Tennisrichterstuhl. Okay. Und betrachtete die Teller von oben und da habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, warum hat das Fernsehen keine gute Recherche und guck mal, wie es wirklich ist. Also darum geht es nicht. Ne? Wenn junge Menschen sehr, sehr im Untergewicht sind, dann wird natürlich kontrolliert, dass sie genügend essen. Mhm. Ja. Aber die Essensbegleitung soll auch schönes Essen zeigen, ja. Also wenn ich jemanden mit Druck und mit Gewalt an diesen Tisch zerre und nur gucke, dass er genügend isst, dann kriege ich ja gar nicht mehr die Brücke dahin, dass der irgendwann mal gerne ins Restaurant gehen möchte. Ja. Und das Ziel ist ja, Sie haben eben gefragt bei dem Wort Restaurant, da habe ich, glaube ich, lecker oder schön oder herrlich, habe ich ja gesagt. Genau, herrlich, herrlich habe ich gesagt. Und ich möchte, dass ein Patient irgendwann ins Restaurant geht und sagt, boah, herrlich, wenn er eine Speisekarte hat, die Gutes verspricht. Wie gelingt Ihnen das im Umgang? Wie stelle ich mir die Situation vor? Sie sitzen neben einem Patienten, einer Patientin und essen gemeinsam, in Anführungszeichen. Ja, das ist wirklich gemeinsam. Wir essen mit. Ah, okay. Ja. So, wir essen mit. Ja. Also das reine Beobachten von Essen, das ist ja schon kontraproduktiv, wahrscheinlich, ne? Finde ich ja. Das ist schon eine Diskriminierung, sondern wir essen mit. Wir gucken, was ist eine normale Portion. Also wirklich von Anfang an, die füllen sich, wenn sie es denn schon können, alleine ein Essen auf. Das wird vorher aber besprochen, ob sie eine Portionsgröße wirklich abmessen können oder ob wir das tun sollen. Also wir haben kein Tablettsystem.
Dann wird die Portionsgröße aufgefüllt, entweder von uns oder von dem Patienten. Und dann isst man. Und wenn es Patienten gibt, die da noch ganz große Schwierigkeiten haben, dann wird das im Vorfeld besprochen. Mhm. Also es gibt sozusagen eine Essensvorbesprechung. Mhm. Was könnte heute besonders schwer sein? Es wird auch geguckt, gab es vielleicht am Tag vorher ein schwieriges Telefonat mit den Eltern, was einem den Magen zuschnürt. Mhm. Gab es eine Situation, die einem Übelkeit hochkommen lässt? So. Also Sie merken schon, das haben wir im normalen Leben ja auch. Ne? Ja. Also nicht in jeder Situation schmeckt uns jedes Essen gut. So. Und darauf wird dann eingegangen und dann wird geguckt, wie kann man dieses Gefühl jetzt vom Essen weglassen, wie kann man das im besten Fall vorher kurz klären, besprechen, wie kann man das auf eine gute und gesunde Warteschleife stellen, also angenommen, man hat ein Telefonat, was irgendwie schwierig war, dass man überlegt, so, aber das ist noch nicht das letzte Wort. Ich kann da auch nochmal anrufen und kann da was zu sagen. Und wenn man das nicht kann, dann kann man einen Zettel nehmen, das aufschreiben und einen Brief schreiben oder ein Tagebuch oder was auch immer. Es gibt irgendeine Strategie, um mit diesem negativen Gefühl umzugehen. Und das wird besprochen, bearbeitet und dann ist es weg vom Essen. So, das muss vorher passieren. Gesunde Menschen können das alleine so. Und machen das auch. Und unsere Patienten müssen das ein Stück weit lernen. Und dabei geben wir Unterstützung. Und dann beim Essen, da gibt es keine Probleme. So, da gibt es einen Teller, da ist was drauf. Das ist im Idealfall richtig lecker. Und dann wird das gegessen. Versuchen Sie denn dann auch, die Thematik absichtlich in eine andere Richtung zu lenken? Oder ist das Essen Thema beim Essen? Das Essen ist Thema. Das Essen ist Thema. Das heißt, Sie, kann ich mir jetzt so vorstellen, Sie betrachten gemeinsam den Teller, was da alles drauf liegt, besprechen das, versuchen zu genießen sozusagen, den Geschmack wahrzunehmen. Genau. Okay. Das thematisiere ich aber nicht mehr direkt beim Essen, weil das könnte ins Gegenteil überschlagen. So, wenn, also wir haben Essensbegleitung gemacht mit Patienten ungefähr, naja, so 10 konnten das schon mal werden am Tisch. Und dann guckt man halt die, die noch ganz besonders Schwierigkeiten haben, dass man die nah bei sich hat. Ja, und dann verabredet man vorher etwas. Also wenn dann jemand so gar nicht kann, dass man ein Gespräch anfängt, also das bekommt man mit. Also man versucht es so ein bisschen locker zu machen. Also eine Ablenkung zu lernen wäre falsch. Ja, weil dann würden die sozusagen vor lauter Ablenkung das Essen total vergessen und das nur in sich hineintun. Und das ist nicht Ziel. Sondern Ziel ist, bewusst zu essen, das Essen auch wahrzunehmen, den Geschmack wahrzunehmen, die Menge wahrzunehmen und sich aber von Gefühlen, die dann hochkommen, nicht überfluten zu lassen. So. Und das ist ein Weg. Also man lernt Strategien, damit umzugehen. Negative Gefühle muss man auch mal aushalten. Das gehört zum Leben einfach auch dazu. Und nicht jedes Essen ist immer total lecker. So. Und nicht jedes Gefühl lässt sich vorm Essen auch wirklich beheben, abstellen. Und negative Gefühle dürfen auch einfach mal sein. Das ist ja mutmaßlich in den meisten Fällen ein sehr langer Prozess. Ja. Wie lange sind die PatientInnen, kann man es überhaupt sagen, im Schnitt hier? Ja. Stationär heißt ja auch irgendwie immer die, es ist schon sehr ausgeprägt. Ja, das stimmt. Wobei wir ja eine Psychiatrie sind, reine Erwachsenenpsychiatrie, das heißt, wir nehmen ab 18 auf. Ganz selten mal ab 17. Und damit sind wir an diesen ganz jungen Mädchen, also deren Eintrittsalter 13, 14, 15 ist, die haben wir bei uns in der Klinik nicht. Bei uns sind die, naja, ich würde so sagen, zwischen 6 und 8 Wochen. Und
Es gibt eine, also die Möglichkeit der Intervallbehandlung. Mhm. Das heißt, wenn es Intervall ist, dann gehen Sie nach 6 Wochen mit einem Übungsplan. Mhm. Und beim ersten Intervall könnte man sowas vereinbaren wie Gewicht muss gehalten bleiben. Mhm. Also Sie dürfen während der Entlassphase nicht abnehmen. Mhm. Müssen aber nicht zwingend zunehmen, sondern einfach nur Gewicht halten. Wenn Sie dann wieder aufgenommen werden, steigen Sie ja schon in einem anderen Level ein sozusagen. Mhm. Und beim zweiten Intervall könnte man dann sagen, so, und jetzt muss auch draußen noch Gewicht zugenommen werden. Mhm. Dann kriegt man insgesamt eine Behandlungszeit vielleicht von 5 Monaten oder ein halbes Jahr oder vielleicht auch 8 Monate zusammen. Mhm. Und damit ist die Essstörung noch lange nicht weg. Mhm. Und das ist auch ein Problem. Mhm. Also unsere Patientinnen oder Patienten brauchen danach immer noch eine ambulante Behandlung. Da unterstützen wir auch mit. Mhm. Oftmals haben sie auch schon einen Therapeuten, zu dem sie dann wieder gehen. Mhm. Und es gibt Wohngruppen. Mhm. Und diese Wohngruppen, die Plätze sind, das ist meine persönliche Meinung, viel zu wenig, weil das bringt so richtig viel. Mhm. Ich habe 10 Jahre lang nebenbei noch in einer Wohngruppe gearbeitet. Mhm. Für junge, es waren fast alles Mädchen, 2-mal waren Jungs da, mhm. Junge Menschen mit Essstörung. Das ist ein langer Prozess. Mhm. In der Wohngruppe mussten die schon BMI 19 haben und so ein bisschen Toleranz. Sag mir jetzt gerade so gar nichts, wie viel, also was ne, das ist. Also ein Untergewicht fängt bei 18 an. Mhm. So, also unter 18 sagt man, ist es untergewichtig und BMI 19 ist schon sehr schlank, aber nicht untergewichtig. Mhm. Und das heißt, um in die Wohngruppe zu kommen, müssen Sie bei 19 sein. Genau. Drunter geht nicht. Genau. Mhm. Also das ist wünschenswert. Mhm. Ne? Wenn jetzt jemand auf einem sehr guten Weg ist und hat 18, natürlich wird er auch genommen. Ja. So, ne? Das, aber keine Plätze für sehr anorektische Mädchen. Und dort können die, da können die Jahre wohnen. Klingt nach einem guten Konzept, aber ich ahne, es gibt viel zu wenig davon und viel zu viele Menschen, die es eigentlich bräuchten, damit es ihnen besser geht. Ja, das ist so. Also die Warteliste für diese Wohngruppe ist schon lang. So. Und das andere ist, dass manche das auch nicht so wollen. Mhm. Manche kennen es vielleicht auch nicht so oder werden da nicht so rangeführt. Natürlich spielen Kosten eine Rolle. Mhm. So, diese Plätze sind schon sehr teuer. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich sagen, dass die Mädchen, die ich dort kennengelernt habe, das war noch mal so ein Schritt weiter. Und das war für mich im Hauptberuf Tätige hier im Krankenhaus, die ja irgendwann nichts mehr davon mitkriegt, wie es weitergeht, war das ganz spannend, das da zu sehen. Mhm. So. Und ich weiß von jungen Menschen dort, die einen guten Einstieg ins Leben geschafft haben, also die einen Beruf gelernt haben. Eine hat neulich geheiratet. Mhm. Von einer anderen habe ich jetzt gehört, dass sie mit ihrem Partner ein Kind bekommen hat. Mhm. Also die so in das, was wir gesundes Leben nennen, gehen und die das ohne diese Begleitung, glaube ich, so nicht geschafft hätten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Jetzt haben Sie, was sehr schön ist, von den positiven Fällen berichtet. Mhm. Ist das die Mehrzahl oder ist es eher so, dass es auch mit dieser sehr guten Unterstützung, sei es jetzt erstmal hier stationär oder dann aber eben auch in einer Wohngruppe wie die, von der Sie gerade gesprochen haben, ist es da nicht... Also ich stelle es mir manchmal so vor, jetzt mal so ganz platt gesagt. Ich bin hier in einem sehr kontrollierten Raum, mir wird geholfen, ich habe Ansprechpartner auf verschiedenen Ebenen, verschiedener Berufsgruppen. Mir geht es vielleicht in dem Kontext wieder halbwegs gut, ich habe an Gewicht zugenommen und bin dann aber plötzlich wieder in einem Alltag, wo viele dieser Sicherheiten, dieser geschützte Raum wegfällt. Das muss doch oft zwangsläufig zum Rückfall führen. Tut es auch. Tut es auch. In dem Wort
Magersucht, also wenn wir jetzt diese Sucht nehmen oder Esssucht, steckt ja das Wort Sucht. Mhm. Und da gehört es fast zum Alltag, dass es Rückfälle gibt. Mhm. So. Und wenn die bei uns in Behandlung waren, die können ja auch nochmal wiederkommen. Mhm. So, und das passiert auch. Mhm. Und es ist auch in dieser Wohngruppe so passiert, dass es da Rückfälle gab. Und dass jemand in der Klinik war, in der Wohngruppe gelebt hat und von der Wohngruppe aus nochmal in eine Klinik musste. Mhm. Es gibt auch in der Wohngruppe Mädchen, die ausgezogen sind und die es nicht geschafft haben. Mhm. Ja, oder deren Prognose nicht gut war. Mhm. Von Heilung sprechen wir als solches sowieso nicht. Mhm. Also wir sagen nicht ab einem gewissen Punkt, jetzt ist aber ganz gesund. Mhm. Gibt es das überhaupt auf Lebenszeit gesehen? Kann man eine Essstörung jemals zu 100% überwinden? Dann müssten Sie mir jetzt sagen, was das bedeuten soll, zu 100% überwinden. Ja, genau. Schade, ich dachte, genau. Sie antworten direkt. Natürlich, ich habe es im gleichen Moment gemerkt, als ich die Frage gestellt habe. Genau. Und so ist es auch, genau. Kann man also, nicht. Kann man nicht, ne? Kann man nicht. Also den Umgang, das kann man vielleicht schaffen, den Umgang damit. Aber ja, okay, das heißt, man könnte im Umkehrschluss sagen, ein Leben lang besteht die Gefahr, dass es durch irgendeinen Auslöser oder auch ohne Auslöser es wieder von vorne losgehen kann, in welchem Ausmaß auch immer. Mhm. Ja, und wir wissen ja nicht, was auf einen solchen Menschen noch zutritt. Also was das Leben noch bringt. Ja. So. Und auch Sie und ich, wir wissen nicht, ob wir immer so stabil und gesund sind, wie wir jetzt sind. Ja. Ja, also Lebensereignisse spielen ja eine Rolle. Ja. Und wer schon mal eine Störung so hatte, dass sie behandelt werden sollte, da glaube ich schon, dass das so eine zeitbleibende Sollbruchstelle bleibt. Mhm. Also bei einer zu hohen Belastung kann das wieder aufflackern. Mhm. Und da aber niemand weiß, welche Belastungen das Leben so mit sich bringt, kann man auch nicht sagen, ob da noch mal was kommt oder nicht. Hm. Ja, also die beiden jungen Frauen, was ich eben sagte, die Mütter geworden sind, vielleicht, also von der einen weiß ich, dass sie so gerne Mutter ist, dass sie ihr Kind so liebt und dass sie das so toll macht und dass sie so glücklich ist und sich so freut, dass ihr Körper ihre Worte, den sie so geschunden hat, so in der Lage ist, ihr Baby zu ernähren. Mhm. Und das erfüllt sie gerade. Mhm. Ja, und ich glaube, dass diese Erfüllung sehr weit tragen kann. Mhm. So wie jede andere Frau auch. Ja. Also ich bin selber Mutter und das hat mich, natürlich trägt mich das, weil das ein ganz großes emotionales Erleben ist. Mhm. Und irgendeine Tragik, die im Leben passiert, ist auch ein ganz großes Erleben. Und da haben wir keinen Einfluss drauf, das wissen wir nicht, was passiert. Mhm. Und von daher würde ich nicht sagen, dass ein Mensch zu 100% gesund werden kann. Genauso wenig, wie man sagen kann, der bleibt jetzt immer krank. Mhm. Gibt es etwas, das das Umfeld tun kann? Sei es gesamtgesellschaftlich gesehen, was können wir in Anführungszeichen tun, aber auch, was kann ich tun, wenn ich in meinem Umfeld jemanden habe, von dem ich glaube, ist ja immer mit Vorsicht zu genießen, aber dass da in Sachen Essen was nicht ganz in Ordnung ist. Ganz generell würde ich sagen, dass die Art und Weise, wie wir auf Menschen gucken und wie wir sie bewerten, kritisch zu betrachten ist. Mhm. Ein Mensch ist nicht nur seine Hülle, sondern er ist das, was seine Hülle umschließt. Mhm. Und da mehr Fokus drauf zu haben, das ist aber sowas Gesamtgesellschaftliches. Mhm. Und auch eine sehr persönliche Meinung. Und im direkten Fall, wenn es jemanden gibt im Bekanntenkreis, würde ich sagen, dass man zeitnah und schnell anspricht. Mhm. Wie bei jeder anderen Erkrankung auch. Und die Erfahrung zeigt da eher, dass Menschen glücklich sind. Mhm. Ja, und dass sie im Nachhinein sagen, das ist gut, dass du mich angesprochen hast. Weil sie eher in eine Unterstützung kommen. Mhm. Und je schneller eine Unterstützung anfängt, umso weniger hat es sich chronifiziert. Mhm. Und je leichter können andere Strategien, also gesunde Strategien gelernt werden, um mit
beschwerlichen Lebenssituationen umzugehen. Okay. Ja. Wir kommen schon zum Schluss. Meine Standardabschlussfrage. Wie verabschieden Sie sich von Ihren PatientInnen? Das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil jeder ist anders und Sie haben ganz viele unterschiedliche PatientInnen in Ihrem Berufsleben schon gehabt und auf verschiedenen Stationen gearbeitet. Ja. Aber gibt es so irgendwas, was Sie von sich aus immer gerne sagen, mitgeben, was auch immer? Das hängt sehr von der Situation ab. Es passiert ganz oft, dass Patienten, also dass es eine Umarmung gibt und dass die auch von Patienten ausgeht. Und je nachdem, wie der Patient so ist, kann es auch ein Spruch sein, ne? So irgendwie Kuchen ist lecker oder was hatte ich eben für einen Spruch gelesen? So einer könnte es auch sein. Ne? Solange Kakaobohnen auf Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Und genau, sie lachen und das tun die Patienten auch, wenn man so etwas sagt. Ja, ja? Das kann man nicht immer tun, aber manchmal. Okay. Ja. Schön. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Dankeschön. Danke. Das war Was heißt hier gestört? Der Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Fragen, Wünsche, Anregungen? Haut raus über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken. Musik